Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 1. Und ich habe mein fettes Schwert. Wir werden es mal testen, wie gut es ist. Und zwar an ihm hier. 326. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden das andere gemacht hat. 242, ja, ich meine, tut sich jetzt nicht so viel, aber immerhin. Und ich mag dieses fette Schwert. Es passt einfach zu mir und meinem Style. So. Hier wollte ich gar nicht hin, ne? Wir wollten ja jetzt Richtung Boss gehen. Da, ein Symbol ist weg von mir. Kann es sein, dass mir das hier einen Buff gegeben hat? Ja, es hat mir einen Buff gegeben. Welchen Buff? Oh, B auf Stärke. Da kann man ruhig mal ein bisschen auf Stärke gehen. 242 plus 149. Ah, okay. Ah. Das ist dann natürlich um Längen besser als das hier, weil das hier hat nämlich keinen Attributsbonus. Das heißt ja eigentlich, die Keule war die ganze Zeit besser, oder? Nee, okay. Eher nicht so. Ja, ich habe kein Schwert ausgerüstet. So, jetzt gehen wir mit Schmackes an die Gegner ran. Mit Schmackes. Ich werde sofort beim Boss sterben, höchstwahrscheinlich. So, wie sieht's bei dir aus? 42. Ja, doppelt so viel. Aber dafür auch doppelt so langsam. Ich muss auf jeden Fall in Erwägung ziehen, auf Ausdauer zu gehen. Ernsthaft? Der ist doch zurückgeschreckt. Das ist ein verdammtes Lang. Oh, ich bin vergiftet. Ich dreh durch. Ich muss meinen Spielstil auf jeden Fall anpassen an das Schwert. Weil es zu langsam ist. Lauf doch nicht weg. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass es so langsam ist. Aber es ist stark. Und stark ist gut. Oder passe ich nicht durch? Ich bin zu fett. So. Was haben wir denn hier? Schwäche, Schweif. Okay. Der Boss wird höchstwahrscheinlich einen Schweif haben, auf den wir gehen müssen. Ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Die Frage ist, kann ich mein Schwert hier nochmal mit Blitz ausstatten? Oder Feuer? Müssen wir gleich mal testen. Haben wir doch gar nicht gemacht. Da geht's runter. Wir wollen aber noch nicht runter. Wir wollen hier erstmal alle Ecken erkunden. Hier ist nix. Da ist Treppe. Haha! Loot. Schwerer Armbrust, schwerer Bolzen. Oh, cool. Bringt mir zwar nichts, weil ich jetzt einen Bogen habe, den ich jetzt gerne trage, aber naja. Okay. Es geht nicht. Okay, auf diese Waffe kann ich das nicht auftragen. Na gut. Boss-Time. Ja, mit der Sequenz. Na, du bist ja süß. Kleines Krokodil. Damit kann ich leben. Es ist kein Krokodil. Was zur Hölle bist du? Okay. Klaffdrache. Und ich habe ein Drachentöterschwert. Alles gut. Alles gut. Okay. Das war eigentlich gar nichts. Muss auf den Schweif gehen. Muss auf den Schweif gehen. Muss treffen, muss treffen. Ach du Scheiße, hast du viel Leben. Ja, du bist gar nicht so schwer anscheinend.
Muss nur aufpassen, dass du nicht auf meinem Kopf landest, ja? Ich sehe schon. Hör auf, dich zu bewegen! Hör auf, dich zu bewegen! Huch! Großachs. Er hat keinen Schweif mehr! Ich kann nicht auf den Schweif gehen, wenn der kaputt ist. Heilige! Das tat weh. Was machst du? Ich glaube nicht, dass mein Schild hier irgendwas bringt. Deswegen verzichte ich drauf. Rennen ist nicht gut. Das Rennen von ihm ist nicht gut. So, also, der Drache kann nicht viel, aber wenn er etwas kann, dann ist es Schaden machen. Schon wieder die Sequenz. Hast du den Schwanz wieder? Ich wollte meine Sachen aufsammeln, danke. Er hat seinen Schwanz wieder, okay. Ich muss auf dieses Rennen aufpassen. Das heißt, ich darf nur hinter ihm sein. Huh! Okay, Schweif abtrennen, Schweif abtrennen. Das gefällt mir gar nicht. Au! Ich muss den Schweif loswerden. Fuck. Nein, schlag doch nicht zweimal. Oh Gott, ich bin nicht am Arsch. Alles gut. Scheiße, er landet auf mir drauf, ne? Nein. Alles gut, ich muss aber den Schweif loswerden. Das könnte nämlich eine sehr schmerzhafte Attacke werden. Nice. Okay. Und jetzt muss ich nur hinter ihm kommen. Ich darf nicht an der Seite angreifen, weil sonst rennt er mich um. Mit einem Stummelchen oder was? Oh Mann, mach mich nicht platt. Ich hatte ihn fast. Okay, das Problem bei dem Gegner ist, ich darf nicht getroffen werden. Nicht so easy. Trifft er mich erstmal. Und ich muss den Schweif abtrennen. Ha, ich hatte es doch schon. Fuck. Gib mir deinen Schweif, Mann! Mr. Nervensäge. Wer zu Stummelchen dem Riesendrachen? Und das ging schnell. Na komm, Stummelchen. Ich will nicht behaupten, dass das knapp war, aber es war knapp. Dreck. Nicht auf mir landen. Danke. Jetzt bereue ich es ein bisschen, noch nicht auf Leben gegangen zu sein. Weißt du, jetzt, wo ich auf Leben gehen will, kommt plötzlich so ein scheiß Gegner. Wo ich das brauche. So. Au! Jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. Bleib doch einfach am Boden der Tatsachen, dass du stirbst. Oh, Stummelchen greift an. Ich darf auch nur einmal zuschlagen.
Wenn ich mehrmals zuschlage, hat er die Chance, mich zu treffen. Stummelchen! So eine Scheiße. Was machst du denn jetzt? Was war das denn? Kotzt er erstmal den Boden voll! Was ist nicht in Ordnung mit dir? Lass mich in Ruhe. Wollen wir uns jetzt den ganzen Tag im Kreis drehen, ja? Ist das, was du willst? Hör auf zu kotzen, sonst kotze ich gleich mal. Das ist ein guter Move. So gefällst du mir. Oh. Er kotzt wieder. Da in der Ecke passt du mir gar nicht. Würdest du da bitte weggehen? Danke. Sehr großzügig von dir. Die Stummelchen-Attacke. Von der habe ich schon viel gehört. Nein, er tötet mich jetzt. Das war ein bisschen zu close. Schand statt Schlüssel. Okay. Standardhelm, robuste Lederrüstung. Harte Lederstiefel. Okay. Oh, scheiß Stummelchen, ey. Ich werde dich nicht vermissen. Da kamst du. Weiß zwar nicht, was du da gemacht hast. Du bist wahrscheinlich da an der Wand gehangen und gewartet, bis ich komme. Naja. Oh, hier ist eine Tür. Kaufmann? Offensichtlich nicht. Vielleicht wollten die Entwickler da mal was reinpacken, aber haben es nicht. Okay, hier geht's nicht. Ja, hier geht's nicht weiter. Wir gehen mal kurz zurück, investieren die Punkte und dann haben wir ja dieses Tor gehabt. Ich denke, das ist das Tor zu Schandstadt. Und dann können wir da mal gucken, was da so abgeht, ne? So, Aufstieg. Vitalität. Würde ich sagen, auch auf 30. Ne? Dann gehen wir auf Stärke 40. Oder ein bisschen Kondition vielleicht noch. Weil Kondition gibt mir auch Belastung. Ja. Machen wir 30 Leben, 20 Kondition. Und dann passt das schon. So, wer muss abwehren? Wenn er einfach zuschlagen kann. So, aber ich nehme trotzdem mein Schild. Ich fühle mich sicherer mit Schild in der Hand. Ich mag es einfach, diesen Knopf zu drücken und dabei zu kämpfen. Es hat einfach etwas Befriedigendes, etwas Wohltuendes. So, ich hoffe, du gehst damit auf. Bitte, 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 bitte. Easy, da sieht man meine grünen Haare unter der unter der Bildtüte. So, da ist eine Leiter. Okay, und sonst nichts. Yay! Plopp. So, versuch's mit Köder. Das heißt, habe ich einen Köder hier am Start? Nein.
Ich habe auch nur noch zwei davon. Kann ich damit zielen? Ja, wow, du mich auch. Stellen wir uns ihm wie ein richtiger Mann. Ich bin ein Mann, und du? Au. Das tut zwar weh, aber jetzt nicht so doll. Oh, der schlägt zweimal zu. Nein, der vergiftet. Er schlägt zweimal zu, Zero. Oh. Jauche, Küchlein. Ich mag das hier jetzt schon nicht. Versuch's mit Tränen. Ich heule wirklich gleich. Bitte nur einer. Nein, ich bin so tot. Ja, der Wahnsinn. Na, jetzt geht er wenigstens dahin. So geht's auch. Jochen Klein. Komm weg von den komischen Typen da. Ich wäre fast runtergefallen. Aber du fällst jetzt runter. Weg mit dir! Er ist nicht gestorben. Ach doch. Oh nein, giftig. Fuck. Hör, was du da gerade vorhattest, aber stirb einfach. Scheiße, habe ich irgendwie Gegengift? Beschleunigt vorübergehend Ausdauer, verringert Blut, verringert Giftansammlung, Heilvergiftung. Ey! Mindert Gift, Toxin und stellt Status wieder her. Okay. Die brauchen wir also. Das heißt, wir müssen bei der Oma viel von dem Zeug kaufen. Nein, bitte. Das sind doch hundertprozentig Giftpfeile. Ich krieg jetzt schon das Kotzen. Ich krieg jetzt schon das Kotzen, Leute. Kann ich ihn treffen, bevor er mich trifft? Bitte, Spiel! Bitte, tu mir einmal den Gefallen. Sei auf meiner Seite. Jetzt duckt er sich auch noch, diese Potsau. Ja. Ja. Oh, die Lärmusklumpen. Ich mag das hier nicht, Leute. Ich mag das hier ganz und gar nicht. Oh, ich habe ihn nicht getroffen. Geilo! Anvisierung hat auch nicht funktioniert. Ist das geil! Oh, ist das geil! Jetzt sind sie alle hier. Ich habe nur keine Heilung mehr. Ich kann gleich zurück. Geil. Einfach geil. Und dann muss ich den Typ nochmal besiegen.
Ach Gott, ich will nicht. Bitte. Warum? Oh, ich will hier einfach nur schnell durch. Aber ich muss alles erkunden. Es ist ein Zwang. Ich bin krank. Gibt es vielleicht ein Leuchtfeuer irgendwo? Soll ich es riskieren? Na, komm mal her. Wir suchen es einfach risky. Wir hoffen, dass wir ein Leuchtfeuer finden. Brauchst Absprung. Möchte zuerst ein Leuchtfeuer finden, bitte. Ist noch so ein Dude. Hä? Wieso ist das Spotlight auf mir? Bist du etwa zu doof hochzukommen? Oh, das tut mir fast schon leid für dich. Ich kann nicht so weit runter zielen. Will auch nicht einfach runterspringen wie so ein Berserker, oder? Ziel eines Soldaten. Leuchtfeuer, Leuchtfeuer, Leuchtfeuer. Sprint einfach hin. Geschafft. Ja, oh. Oh, ist das gut. Oh, ich habe kein Level frei. Ja, gut, egal. Okay. Jetzt kann ich auch ein bisschen was riskieren. Habe ich kein Problem mit. Springe ich dann nämlich rüber. Okay, man kommt da nicht rüber. Ich habe es jetzt ein paar Mal versucht. Es geht einfach nicht. Es ist einfach unmöglich. Na gut, dann lass uns mal. Wir müssen mal gucken. Haben wir irgendwas Krasses gegen Gift? Diebesmaske, ja. Geht das auch gut gegen Gift? Ah, oh, ja, haben wir gerade an. Okay, ups. 18. 18 ist das 9 plus Ultra. Okay. 31 sehe ich da gerade. Wie viel wiege ich? Das geht. Sieht zwar ein bisschen scheiße aus, aber egal. Ich habe Giftimmunität. So, und als nächstes wollen wir da mal hochspringen. Da aus, darauf. Das ist der Plan der Pläne. Der Status quo von Zero ist da oben zu sein. Habe ich gerade einen Mini-Hund gesehen? Ja, ich habe einen Mini-Hund gesehen. Ich habe hier gehört, hier sind ein paar Scherzkekse. Du bist aber größer als der Rest, oder? Du Drecksack, du. Okay, den habe ich erledigt. Oh, den habe ich nicht getroffen. Egal. So, wir sind ja sowieso am Leuchtfeuer. Wir wollen ja nur versuchen, da jetzt drauf zu springen. Alles andere geht mir am Arsch vorbei. Geronimo! Oh, ich hab's geschafft. Ich bin sehr glücklich darüber. Leito! Das hört sich sehr gut an. Naja. Geht so. Leito geht so.
Okay, ich muss da runter. Geronimo! Das war es wert. Ich kann ja jederzeit zum Leuchtfeuer. Ich bin ja hier noch nebenan, ne? Von daher macht mir das auch nichts aus, wenn die mich hitten. Abgrund. Ich dachte schon, das steht jetzt vor sich hinter dir. Das wäre das Beste gewesen. Lila Moos und Blume. 3. Okay. Das sieht gefährlich aus. Ich will nicht. Menschlichkeit, alles für so eine scheiß Menschlichkeit. Schatz. Okay, wo sind wir jetzt? Ich weiß es nicht. Da hinten sind Gegner. Da ist irgendwie Loot. Und ein Gegner? Komme ich denn da hin? Rätselhaft. Ich weiß nicht mal, wie ich hier wegkomme. Ah, ich muss über die brüchige Brücke, ne? Stimmt. Kurz vergessen. Bitte keinen Scheiß machen, Brücke. Bitte keinen Scheiß machen, Brücke. Bitte keinen Scheiß machen, Brücke. Danke. So, dann haben wir den Weg abgeschlossen. Ich bin sehr glücklich. Ich bin ein glückliches Seerolein. So. Ich will hier ehrlich gesagt nicht so lange rumlaufen. Ich muss da auf die Plattform. Ich kann es mit Springen versuchen, aber das wird doch nichts. Wir gehen kurz ans Leuchtfeuer. So, kurz aufsteigen. Vitalität. Okay. Und dann springen wir. Wie so ein Bekloppter. Geronimo. Nö, das wird nix. Das wird nix. Wir wissen aber, dass da irgendwo Loot ist und wir müssen irgendwie herausfinden, wie wir da hinkommen. Ich denke, da ist was sehr, sehr Wertvolles. Sonst wäre es nicht so versteckt. Aber gut, Freunde, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wir sehen uns am Montag wieder zu Dark Souls. Und dann laufen wir hier in Schandstadt rum, in meiner Hassstadt. Ich nenne sie jetzt nur noch Hassstadt. Haut rein, euer Zero. Tschüss.